Hallo und Servus zu einem neuen Video. Hinter mir steht ein VW Tiguan. Das ist wieder ein Export-Sales-Video. Das heißt, das Fahrzeug geht wirklich nur an Gewerbetreibende rauf, aufgrund des Fahrzeugalters und auch aufgrund der Fahrzeugkilometerleistung. Wir schauen uns das Fahrzeug jetzt mal genauer an. Wenn es was ist für euch, bitte eben nur melden, wenn ihr gewerbetreibend seid. Viel Spaß beim Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Es ist wieder ein Export-Sales-Video, das heißt, wir verkaufen das Fahrzeug definitiv nur an Gewerbetreibende, weil er mir einfach dafür zu viel Kilometer und zu alt ist und beschwert euch bei der Europäischen Union bzw. dem deutschen Staat, dass solche Geschichten mitgemacht werden, weil wir haben wirklich genügend Leute, die anrufen und sagen, sie möchten die Fahrzeuge kaufen. Wir sollen einfach reinschreiben, keine Garantie. Das ist nicht möglich in der Europäischen Union, nicht nur hier bei uns in Deutschland. Hier ist es etwas schärfer dann noch, sondern es ist einfach komplett in der EU. Deswegen nur an Gewerbetreibende dieses wunderschöne Fahrzeug. Wir gehen jetzt mal dann auch darauf ein, was wir denn da genauer das haben. Wir haben auf jeden Fall noch ein Abgasnorm Euro 5 Fahrzeug mit 103 kW, 140 PS, 140 Diesel PS und das eben im Airline Exterieur und Interieur Paket. Und das sieht ihr ja schon auch hier an den wunderbaren, es dürften 19 Zoll sein, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ja, 255/40 ZR19, auch für Vorder- und Hinterachse, keine Mischbereifung und haben eben zusätzlich auch für das Fahrzeug dann noch eine Winterbereifung dabei. Die Ausstattung direkt könnt ihr natürlich bei uns immer anfragen, da schicken wir euch komplett Pakete raus, wie das Fahrzeug bei Werksauslieferung rausgegangen ist. Da scheut euch einfach nicht und schreibt uns zum Beispiel auch WhatsApp, da können wir das einfach ganz schnell an euch rausschicken. Ansonsten schauen wir mal auf die Fahrzeugpapiere rein. Das Fahrzeug hier ist aus zweiter Hand. Die Produktion war am 18.12.2014. Die Erstzulassung des Fahrzeuges war am 9.01.2013. Die Farbe hier nennt sich Pepper Grey Metallic, also ein Metallic Lack, aber ich glaube, das ist klar. Und ja, Servicedaten haben wir hier, die können wir vielleicht auch noch kurz miteinander durchgehen. Da haben wir eben da nochmal einen Auslieferungsstempel mit drin. Am 7.01.15 war eben die Auslieferung. So, und jetzt schauen wir uns kurz nochmal an, dann kann ich euch das da sagen, um das einfach bestmöglich nachvollziehen zu können für euch. Der erste Service war am 11. November 2016 bei 29.000 Kilometer. Dann der zweite Service am 10.2017 bei 46.000 Kilometern. Der dritte Service bei 56.000 Kilometern im Juni 2018, Oktober 2018 61.000 Kilometer Service, dann 2019 bei 72.000 Kilometer, dann 2020 bei 83.000 Kilometer, 2023 haben wir dann hier nochmal mit 118.000 Kilometern. Diese Service wurden hier alle erledigt, schaltlos, halt, da haben wir nochmal einen, da haben sie was, da haben sie sich verschrieben. Das muss 2021 heißen, Entschuldigung, bei 118.000 Kilometer, weil dann nochmal 21 bei 118.000 Kilometer und da haben sie praktisch den Service zweimal eingetragen, Entschuldigung. Und dann haben wir hier am 2.11.22 nochmal einen Service drin. Ja, und das war's dann. Der Kunde hat jetzt eben nochmal einen Ölservice machen lassen. Ja, also sind die Kilometer auch nachvollziehbar. Wir gehen jetzt dann nochmal die Lackstärken außenrum durch. Bremsen sind ein bisschen angerostet, die schauen wir uns aber dann gleich mit der kleinen Kamera noch an, aber nichts, was sofort erledigt werden müsste. Was erledigt werden muss, das ist wahrscheinlich der Start-Stopp-Schalter in der Mitte drin. Vielleicht machen wir das auch noch kurz vor Auslieferung, aber da hängt es auch davon ab, wie schnell das Fahrzeug veräußert ist, beziehungsweise wie wir im Service dann, im Werkstattservice auch dazukommen. Ja, ansonsten gehen wir jetzt das Außen nochmal durch miteinander. Ich hole meine ganzen Helferlein mal wieder dazu. Zur Info, das ist eben diese Liste.
vom Portslink. Die schicken euch eben immer mit oder ihr könnt es eben als Gewerbetreibende oder Exporthändler oder Autohaus, was auch immer, selber immer kurz durchchecken. Dann kriegt es von uns natürlich auch die Fahrgestellnummer für das Fahrzeug. Da haben wir mit Sicherheit nichts zu verbergen. So, jetzt schnappen wir uns die Kamera und gehen das außen rum. Der Lack hat Besonderheiten und das ist auch wieder so ein Ding, das wusste eben der Verkäufer nicht, was hier denn alles los ist, und deswegen schauen wir die Fahrzeuge eben bei Annahme dann eben genauer durch. Aber jetzt beginnen wir einfach mal vorne rechts beim Kotflügel. Manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Video zu drehen. Ich habe jetzt geschlagene 10 Minuten verbracht, um das Ding wieder in Stand zu setzen, unser Lackmessgerät, weil die Batterien leer waren. Neue Batterien rein und das Ding ging wieder nicht. Dann fängst du da an zu zerlegen und so weiter, schließt es am Rechner an, USB, um das zu diagnostizieren, und was war, die neuen Batterien waren leer. Egal, jetzt machen wir wirklich die Lackstärkenmessung. Endlich schalte es ein und jetzt funktioniert es auch. Und jetzt fangen wir da einfach mal an, vorne eben zu messen. Und wie gesagt, da haben wir jetzt auf jeden Fall Besonderheiten. 127, das wäre normal, sage ich mal. 117 ist normal, wenn mir auch immer etwas zu wenig. Haben wir auch genau 117, messen wir mal oben noch. 111, also alles ziemlich identisch. 121, das Dach hinten, vorne haben wir eben bei 140, haben wir eben das Panoramaglasdach. Da machen wir die Heckklappe. Da haben wir 124. Und dann das Seitenteil hinten links. Haben wir 120, Türe vorne links, hinten links. Da haben wir jetzt eben eine Nachlackierung festgestellt von 179. Haben wir uns das auch schon genau angeschaut. Konnte sonst nichts festgestellt werden an Spachtelung oder so weiter. Die wurde einfach mal nachlackiert. 125 vorne links. 118. Und dann haben wir hier noch eine Nachlackierung von 322, auf die ich gleich noch eingehen werde. Jetzt müssen wir das Video bloß nochmal unterbrechen, weil jemand kommt. So, entschuldigt bitte, dass wir hier ab und zu unterbrechen müssen, aber andere Sachen gehen halt manchmal vor. Ja, wir gehen jetzt mal mit meiner Kamera außen noch rum. Habt ihr eben diese 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Die Bereifung, sage ich jetzt mal vorsichtig, hat auf jeden Fall noch 5,5 mm. Auf der Vorderachse, auf der Hinterachse auf jeden Fall 6 mm noch. Ja, die Bremse hinten ist relativ neu. Das ist bloß gewaschen. Deswegen sind die Bremsen auch etwas angerostet. Und vorne haben wir auf jeden Fall auch noch 60-70% am Bremsbelag drauf. Allein exterieur Paket eben, ja, Steinschläge, ein bisschen Rost ist dabei, dafür ist der Preis aber auch unschlagbar. Wir haben hinten eine schwenkbare Anhängerkupplung, machen wir kurz mal auf, und eben hier zum Anziehen. Dazu muss ich sagen, diese ist mit Sicherheit nicht benutzt worden, weil ich die heute erstmal wieder aktiviert habe. Einen Deckel haben wir natürlich auch unten mit dran. Haben dann unten drin eben einen doppelten Ladeboden, einen variablen Ladeboden. Schauen wir hier mal kurz rein. Hier eben dann das Airline Interieur mit den tollen Sitzen. Habt ihr dann hinten auch nochmal die Tische mit dran. Dann haben wir hier vorne drin eben die Airline-Sitze, dann haben wir das Panoramaschiebedach, wir haben ein Navigationssystem mit drin, 6-Gang-Schaltgetriebe, haben unten drin die Auto-Hold-Funktion. Das ist eben der Schalter, der müsste noch ersetzt werden. Ob wir das da machen oder eben der Käufer, da müssen wir dann noch quatschen. Ja, dann können wir, würde ich sagen, mal noch kurz im Motorraum reinschauen. Da wurde ein Sportluftfilter verbaut. Wie gesagt, das waren mit Sicherheit nicht mir, sondern für euch jetzt bloß als Info. Haben wir eben den 103 kW Motor, 140 PS,
eben dieser Sportluftfilter, was ich eben gerade gesagt habe. Fahrzeug wurde bloß im Motorraum schon aufbereitet mit der Imprägnierung, aber die Imprägnierung haben wir ja schon öfter besprochen. Warum wir das machen, das brauche ich jetzt nicht schon wieder erklären. Haben hier Biegsinnenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit dran. Und ansonsten ist das Fahrzeug in einem sehr, sehr guten Zustand, finde ich. Die Nachlackierungen haben wir besprochen, wenn auch bloß kurz und bündig. Der Kunde wusste nichts drüber. Wie gesagt, Motorhaube ist definitiv lackiert und die Türe eben links ist nachlackiert. Und das ist eben gut so, dass wir das überprüfen, damit auch, egal ob privat oder Gewerbetreibender, wirklich jeder über die Fahrzeuge dann auch immer Bescheid weiß drüber. Ich denke, dass wir sonst alles im Kasten drinnen haben. Wenn ihr wirklich Interesse habt zum Gewerbetreiben seid, schaut einfach unten in der Videobeschreibung, ob das Fahrzeug noch verfügbar ist oder nicht oder ob das Fahrzeug eben schon verkauft ist, sold ist. Ansonsten ruft uns gerne an unter der 09602 61 85 3x6. Schreibt uns auch gerne WhatsApp an die 01795594527 oder auch sehr, sehr gerne via Mail an die service@kfz-bauernfeind.de. Ansonsten danke fürs Zusehen. Abonniert uns, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann halt nicht. Und würde mich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Ciao.